Moin zum neuen Vlog. Was liegt an? Die schönen Räder müssen auf dem Bus. Dann sieht er auch gleich viel geschmeidiger aus. So, wenn ich schon einmal hier unten bin. Der Bremssattel hier ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Gucken, was ich da abkriege. Und an die Schrauben. Da mache ich immer Fett dran. Für alle, die denken, nein, mit Fett löst sich die Schraube schneller. Totaler Quatsch. Mit dem Fett reduziere ich nur die Gewindereibung beim Anziehen, weil die so verkrisskrammelt sind ja immer ein bisschen. Und wenn da Fett dran ist, dann kriege ich auf jeden Fall ein besseres Drehmoment hin, beziehungsweise ein gleichmäßigeres, und die lösen sich auch nicht. Bei den Schrauben, die sind vielfach überdimensioniert, die kriegt man nicht in die Dehnung rein, aber trotzdem, wenn das Fett dran ist, dann ist das einfach gleichmäßiger. Ansonsten brauchst du wahrscheinlich schon die Hälfte vom Drehmoment, um nur hier den Rost vom Gewinde dazu zu überwinden, und deswegen kommt da Fett dran. Außerdem gehen die ja leichter wieder lose. Ne? Das mache ich jetzt noch mit den anderen drei Rädern. Falls sich jemand wundert, warum ich hier eine gelbe Nuss benutze. Ne? Da habe ich mir mal ein bisschen Band drum gemacht, damit ich die 17er erkenne. Graues Band, damit ich die 19er erkenne. Wenn man neue kauft, dann ist das gleich so vorgesehen. Aber ich benutze ja mal das alte Werkzeug. Das wird ja erstmal aufgebraucht. Aber ich kann mal kurz zeigen. Hier, wenn man so einen schönen neuen Satz hat. Aber ich bin ja so einer, ich mache das ja noch nicht dreckig. Ne? Die alten sind ja noch gut. Aber da hast du die 17er blau, die 19er gelb und die 21er ist rot. Und das ist auch so ein bisschen Plastik hier drumherum. Der gleiche Effekt bringt auch mein Klebeband, dass ich mir die Alufelgen damit nicht verrammle, weil die ja immer ein bisschen tiefer im Loch drin stecken. Deswegen ist meine Nuss gelb, die 17er. So. Jetzt sieht das nach Nutzfahrzeug aus. Mich ja wundern, wenn ich darauf keine grüne Nummer kriege. Ja, ein bisschen frische Luft rein in die Reifen und Drehmoment nochmal nachziehen. Und dann fertig für den Alltag. Könnte man fast dran denken, das zum Werkstattauto zu machen. 1000 Liter Dieselfass? Nein, ist ja verboten. Aber jetzt passt das so in die Reihe hier, ne? Jetzt passt das. So, jetzt muss ich mal gucken, was als nächstes anliegt. Bin ich noch am Überlegen. Ich mach gleich wieder an. So, ich habe mir wieder was gesucht, was man abends machen kann, da es nicht so laut ist, wenn die anderen alle schlafen im Haushalt. Die Garage ist ja direkt hier, meine Werkstatt ist ja direkt hier am Haus dran. Da nehme ich mir jetzt mal die Hubstreben vor hier. Die sehen natürlich fatal aus, weil da das Salz wahrscheinlich auch drauf gefallen ist. Aber das ist ja dickes Material, das wird blank gemacht. Und jetzt bin ich erstmal gerade dabei, hier die Spindeln rauszudrehen. Das ist so wie immer. Das kenne ich ja schon, dass das bombenfest ist. Am besten hilft da erstmal warm machen, weil dann wird das ganze Fett, was auf der vollen Gewindelänge ist, ja erstmal ein bisschen weich. Oder wenn da Rost drin ist, löst er sich mit an. Es kann ruhig richtig schön kochen da drin. Und dann kriege ich das gleich auch noch ab. Bei den diesen Spindelkopf, den habe ich schon abbekommen hier. Da habe ich blöderweise eben habe ich versucht, dann am Spindelkopf zu drehen. Und da ist mir die Kurbel natürlich abgebrochen hier. Das ist aber nur der Gabelkopf hier unten. Den baue ich dann noch aus. Gucke ich mal, wie ich das reparieren kann. Aber wenn man reinguckt, ist eigentlich sogar noch sauberes Fett drin. Also von innen sehen die richtig gut aus. Werden auch blank gemacht und geht das wieder zusammen. So, den habe ich schon relativ sanft rausbekommen, heile. Da musste ich noch nicht mal warm machen, der war noch ganz leichtgängig.
und den Spindelkopf zerlegen. Das mache ich natürlich hier auch noch, um das sauber zu machen. Kommt da frisches Fett rein. Hier ist so eine, diese kleine mit dem 8er Kopf hier ist so eine Sicherungsschraube. Die hält diesen Deckel da drin fest. Der ist mit dem Gewinde eingeschraubt in dem Gehäuse hier. Also hier sieht man ja das Gewinde drin, da ist der Deckel eingeschraubt. Hier ist er auch draußen drauf, das habe ich schon ab an der Stelle. Und ja, da kann man die eigentlich ganz schön zerlegen. Gut, ich probiere mal, ob ich den jetzt loskriege. Ja, mir bleibt jetzt leider nichts anderes übrig, als hier auf dem Zahnrädchen mit der Rohrzange anzufassen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig zupacken, dass ich hier die Zähne nicht versaue, aber ich habe keinen anderen Hebel mehr. Ich kann es nicht anders, drehen jetzt. Oh ja, das Warmmachen hat auf jeden Fall geholfen. Super. Bin den auch aus der Reserve gelockt. Hier oben am Ende, da kam eben nur noch Schmodder raus. Da ist irgendwie so eine Art Filzpropfen drin, der das ein bisschen gegen Schmutz abdichten soll. Das muss ich mal mit einem neuen bestellen. Und ja, ich kenne das Patent so noch gar nicht. Bei dem Achter ist das so, da kannst du das eine Hülse mit dem Schmiernippel hier dran und dann ist hier auch nochmal Gewinde drin. Aber so wie das hier aussieht, ist das fest zusammengebaut. Also das Unterteil mit dem Teil. Und das Teil schiebt sich ja hier drauf, hoch und runter. Und bei dem ist es so, dass hier unten da ist eine dicke Mutter drauf. So wie die aussieht, muss ich hier aber erstmal über Nacht hier einweichen, dass sich der Rost irgendwie anlöst und dann ebenfalls warm machen und rausdrehen. Ja, sieht fast aus, als hätte das Zeug hier im Meerwasser gebadet oder hätte mal so ein halbes Jahrhundert irgendwie auf dem Meeresboden gelegen. Aber das wird wieder blank. Wieder was gelernt heute Abend. Neues Patent, Hubstreben entdeckt. Das hier, wo ich eben gedacht habe, das wäre fester drauf. Das ist eigentlich nur das Schutzrohr fürs Gewinde, was sich hoch und runter schiebt mit. Das ist bei dem Achter draußen ja so ein Faltenbalk. Auch nicht verkehrt hier, aber die, ja, die können wir mal neu machen. Ne? Das ist nur so ein dünnwandiges Rohr hier, steckt da drüber und die Gewindespindel steckt dann hier drinne. Ja, auch der Gabelkopf, das ist der, den habe ich eben leider abgebrochen. Der steckt von unten hier drinne in dem Loch. Packt hier mit dem Sechskant in dieses kleine Ritzel rein, was hier drin steckt. Das könnte man jetzt auch noch rausholen. Und ja, dann ist von oben hier nur so ein, na, hier so ein kleiner Springring drauf. So sieht das aus. Aber jetzt muss ich hier wieder kloppen. Das heißt, ich packe das erstmal gerade wieder weg in den Karton. Und dann geht es mal tagsüber weiter da dran. Und ich suche mir jetzt die nächste Beschäftigung.
genau aus dem Grund, weil er so anspringt, wie er anspringt, habe ich ihn jetzt mal nackig gemacht. Die Teile ab hier an der Seite, die Haube ab. Weil, nachdem ich ja gesehen habe, wie der MAN vom Xyron läuft, absolut rauchfrei, bin ich der Meinung, das denke ich schon länger, ich hatte auch schon Düsenreiniger drin, aber dass die Düsen hier mal neu müssen. Und das habe ich jetzt vor, die kann ich jetzt nochmal ausbauen. Dann schicke ich die ein zum Überprüfen, zum Matchen, mal gucken, ob die das machen. Matchen und dann hoffe ich, dass das danach besser ist. Weil meiner Meinung nach, wenn er jetzt eine Minute gelaufen hat, dann ist das Qualmen weg. Dann ist er warm genug, dass die Düse, die vielleicht nicht richtig zerstäubt, trotzdem mitläuft durch die Wärme und irgendwie ein zündfähiges Gemisch da produziert, wenn die Hitze da ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt. Das ist erstmal das Kleinste. Und wenn das nicht hilft, dann halt Einspritzpumpe. Aber ich vermute mal, dass das die Düsen sind. Und deswegen bauen wir die jetzt mal aus. Ja, Seitenteile, Haube ab. So wie ich das sehe, muss ich hier den Schalldämpfer noch rausbauen. Und direkt darunter sind die Düsen. Die muss man ja nach oben rausziehen. Ja, das werde ich jetzt mal tun. So, alles freigelegt. Also Schalldämpfer ist hier oben drüber, der muss ab. Und bevor ich jetzt irgendwas losschraube, mache ich erstmal an die Düsenstöcke hier ein bisschen Schmunzi dran. Das kann über Nacht einweichen, weil es ist jetzt hier draußen wieder dunkel. Und dann werde ich mal gucken, ob ich die morgen vielleicht gelöst bekomme und rauskriege. Und dann sehen wir uns hier wieder. Während die Düsen jetzt draußen einweichen, mache ich an einer anderen Baustelle weiter. Und jetzt muss ich euch mal was zeigen, weil das ist so geil geworden. Hier die Kante, die war faul aus dem Fensterrahmen hier hinten beim Xylon. Und da habe ich mir jetzt, ich hatte erst was aus Blech gekantet, aber das war mir alles zu wabbelig. Ich habe jetzt hier ein Vierkantrohr aufgeschnitten. Das ist ja 3 mm Wandstärke. Hat hier hinten eine schöne Rundung dran. Und wie man sieht, ist das schön eingepasst hier. Hier sind ja die beiden Gewindelöcher noch, wo diese Ecken reinkommen hier. Diese Dreiecke. Und ja, das baue ich jetzt hier ein. Dann wird das auch mit dem Zinnspachtel dann verspachtelt. Vorher kommt, glaube ich, noch hier auch so eine Kante drauf, wo die Gummidichtung hält. Aber das ist mal richtig geil geworden. Hier habe ich eben 2 Stunden Zeit genommen und habe das immer wieder angepasst. Und habe dann mit dem Edding immer die Ecken schwarz gemacht, die noch vorstanden, habe geschliffen. Und so gefällt mir das ganz gut. Das sollte halten. Richtig gut geworden. So, weiter geht's mit den Düsen. Ich mache jetzt erstmal die Dieselleitungen alle ab, also Rücklaufleitung und die Anschlüsse. Da hänge ich die Kamera jetzt mal hin und dann probieren wir mal, ob wir die Düsen loskriegen. Ich habe mir die schon mal vorgelöst hier. So, alle Dieselleitungen ab, Rücklaufleitung unten dran, unten ab. Ich überlege noch, ob ich die hinten noch abmache, dass ich die ganz rausnehmen kann. Ja, das mache ich mal noch, habe ich mehr Platz. Was ich immer mache, irgendwie habe ich den Drang dazu, sämtliche Öffnungen immer irgendwie zu verkleben, weil ich ja dann wieder mit Luft mal irgendwie da dran gehen will. Und ich habe da keinen Bock, dass da irgendwo was reinkommt. Kann man ja kurz was drüber kleben. So, jetzt kommt der Tag der Tage. Spezialwerkzeug, selbst gebaut. Die Vierzahnnuss für die
für diese Art von Motoren oder Düsen. Ich wusste einen, der sowas liegen hat, also habe ich nicht selber gebaut. Und ich hoffe, dass das mir jetzt weiterhilft, dass wir die hier loskriegen. Das ging schon mal gut. Das ging ja schon mal gut. Mal gucken, ob das so weitergeht. Auch gut. Es geht ja wie Butter. Aber vielleicht hat das was gebracht, dass ich die eingeweicht habe mit WD-40 gestern. Aber es ist auch mein erstes Mal Düsen wechseln. Keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob die sonst festhängen. Aber es ist ja nur die Mutter. Also raus habe ich die ja noch lange nicht. Das kommt ja dann noch. Ob die in ihrem Stock da unten drin festsitzen oder nicht, das wird sich auch noch zeigen. Ich glaube, ich hole mir gleich mal eine Ratsche. Bombe. Ich hole jetzt mal eine Ratsche. Bevor ich die jetzt weiter rausdrehe, mache ich noch mal ein bisschen mit Luft sauber, weil da kommt jetzt noch ein bisschen Schmodder bei hoch aus dem Gewinde. Ich will nicht, dass mir das hinterher reinfällt. Ja, so sieht die Mutter aus, hier die Überwurfmutter. So, ich schalte gleich wieder ein. Ich mache das jetzt mal bei den anderen 5. Jetzt muss ich mir noch ein kleines Spezialwerkzeug bauen. Das könnte man auch kaufen, aber dann kommt das nicht. Ich brauche das jetzt sofort. Aus den Teilen. Könnt ihr schon mal raten, was das ist? Die meisten werden es erahnen. Thank you.
Genau, das gibt jetzt hier mein Trägheitsausziehhammer-Eigenbaugerät. Da habe ich jetzt einfach hier unten von der Hydraulikverschraubung die Überwurfmutter genommen, an die Stange dran und mit dem Gewicht kloppe ich jetzt hier oben gegen das auf die Düse drauf und dann wollen wir mal gucken, ob die rauskommen. Mein erstes Mal Düsen ausbauen. Geil. Top geklappt. Ich habe mir da echt Gedanken gemacht, ob das gut funktioniert. Vor allen Dingen, dass man die rausbekommt, ohne abzureißen und was man alles für Schauermärchen hört. Aber hier mein Top-Selbstbau-Spezialwerkzeug hat die Ast rein aus der Reserve gelockt. Ja, so sieht das aus. Dann haust du hier mit dem Gewicht einfach gegen die Platte und zack, floppt die raus. Die sieht ein bisschen vergrießkrammelt aus, aber das sieht nicht aus, als hätte jetzt eine unten am Kupferring irgendwie neben hoch gedrückt. Sonst würde das wahrscheinlich etwas verkrusteter noch sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich markiere mir die mal hier als 2, 3, 4, 5, 6, damit ich hinterher weiß, welche das defekt war. Ja, warum auch immer. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich schon mal anhand der Zahlen, bei Nummer 6, da muss ich den Kupferring noch rauspiepeln. Der ist noch unten im Loch und bei den anderen ist der Kupferring unten dran geblieben. Ja, geil. Hat richtig gut geklappt. Ich mache die Löcher jetzt noch ein bisschen sauber, dann stecke ich mir unten was rein. Dass mir nichts in den Kolbenraum fällt da unten und dann sehe ich mal zu, dass die morgen dann da irgendwie zum Bosch-Dienst kommen und dann können die mir da neue Düsen drauf machen. Also es wird ja nur hier vorne, ich denke mal hier vorne die Spitze getauscht. Also das Stück von da bis da. Ich weiß nicht genau, ob der Einsatz jetzt da drin sitzt oder das sieht auch aus wie eine Überwurfmutter, dass diese Spitze nur da drin sitzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt da auch verschiedene Systemchen. Ja, dann mache ich hinterher natürlich nur die O-Ringe neu hier. Die sind ja auch total, die sind richtig ausgehärtet, merkt man so schon mit dem Finger. Und da gehe ich davon aus, dass die die schön sauber machen. Keine Ahnung, wie gesagt, das ist mein erstes Mal. Und ja, macht immer wieder Bock, wenn das klappt. Ich habe das ja auch nicht gelernt. Theoretisch weiß man immer viel, aber man muss das einfach mal gemacht haben. Und man hätte ihn jetzt auch weggeben können. Das hätte wahrscheinlich ja, 300-400 € mehr gekostet, als ich jetzt da gewinne. Also wenn ich die jetzt wegschicke, kostet das pro Düse ungefähr ein Hunderter. Und das machen lassen, da hatte ich schon mal angefragt irgendwie, das sollte um die 1000 kosten oder so. Keine Ahnung, ob das passt. Aber das ist die meiste Zeit wahrscheinlich draußen beim Fendt hier das Zerlegen. Ne? Also die Haube ab da und die Seitenteile ab und den Schalldämpfer ab. Das sind ja die Stunden, die da drin stecken. Also wenn das jemand kann und geht da ran und hat das Werkzeug gleich zur Hand, dann geht das ratzefatze hier die Dinger auszubauen. Aber selber machen ist geiler. Und man weiß, wie es geht und man hat ein viel besseres Gefühl dabei. Und ich gucke jetzt mal schön in die Löcher rein und mal gucken, ich habe da noch was vor. Das zeige ich aber dann im nächsten Vlog. Für diesmal soll es das gewesen sein. Ich schicke die ab und wir sehen uns dann zum Einbau wieder oder zwischenzeitlich beim Xylon. Mal gucken, was schneller geht. Jo, ich würde sagen, liken und abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Ne? Ciao, ciao.